Howdy ho Leute, hier ist Oliver311 und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1 und wir legen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar im Animus und wir starten Erinnerung 2. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Ja, das haben wir aber alles noch gar nicht gelernt. Warum sagt uns der Computer das jetzt schon? Das müssen wir doch alles erst noch lernen. Apropos, momentan sind wir noch tot. Mal sehen, was da jetzt passiert, damit wir wieder leben. Also viel Spaß. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein. Jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Tja, wie man sieht, links oben in der Ecke, wir sind degradiert worden. Wir haben unser Schwert verloren. Wir haben unsere versteckte Klinge verloren. Wir haben das Kurzschwert verloren. Wir haben die Fähigkeit zum Konterkill verloren. Wir können keine Messer mehr werfen. Vorsprung ergreifen haben wir auch verloren. Was, wir können nicht mal mehr klettern? Losreisen können wir nicht mehr. Boah, Alter! Balanciere, wiedergelangen, ausweichen, Extramesser. Alter, wir haben alles verloren. Verteidigung durchbrechen. Kurzschwertmeister, Schwertmeister. Alter, wir können gar nichts mehr. Wir sind die absoluten Noobs jetzt. Wie man auch sieht, wir tragen keinerlei Waffe mehr. Wir sind absolut hilflos. Aber wir können noch rennen. Rennen können wir noch. Ha! Tja. Und das alles nur, weil wir unser Meister betrogen und verlogen haben. Haben wir eigentlich nicht mal, weil wir haben warnlos Vorlaut. Und ja, dreimal dürft ihr raten, was wir jetzt tun dürfen. Wir müssen uns all diese Fähigkeiten wieder erarbeiten. Klingt unlogisch, ist es aber eigentlich sogar. Und dafür müssen wir jetzt zum Missionsziel. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir jetzt tun mussten. Offensichtlich den Verräter finden. Und wie das ging, das werden wir sicherlich gleich erfahren. Also legen wir mal los. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Ja, ist klar. Die wissen natürlich alle, wer der Verräter ist. Das ist sehr effektiv, dass wir ihn dann noch jagen dürfen.
Was heißt das? Aus Frust? Alter, ich kann mich nicht mal mehr verstecken? Oh, doch, das kann ich noch. Ich dachte schon, selbst das hätte ich verlernt. Hier ist eine Leiter. Ich nehme die Leiter, weil ich es kann. Oh ja, ist das nicht geil. Leiter. Leiter klettern ist cool. Also, jetzt müssen wir jemanden belauschen. Weil wir es lernen müssen. Nicht, weil wir es können, sondern weil wir es lernen müssen. Und wieso ist hier keine Leiter? Wie unschön ist das denn? Wie soll ich denn hier jetzt theoretisch weiter runterkommen? Da hat der Spieleentwickler aber irgendwo... Oh, hier ist eine Flagge. Das ist gut. Flaggen einsammeln bringt uns nämlich eigentlich gar nichts. Das ist halt so ein Feature, das können wir machen. Ja, werde ich allerdings nicht machen. Ich werde jede aufsammeln, die mir über den Weg kommt. Aber ansonsten werde ich nicht mehr machen. Und irgendwie ist es gerade doch laggy. Das liegt aber an der scheiß Aufnahme, ey. Das ist zum Kotzen. Irgendwie spackt das Aufnahmeprogramm gerade rum. Das ist doof. Egal, wir gehen jetzt zum Markt und werden den Typen belauschen. Weil es cool ist. Und ja, jetzt kriegen wir sozusagen das richtig große Tutorial, weil wir können ja nichts mehr und deswegen müssen wir jetzt alles lernen. Das ist jetzt sozusagen, wie gesagt, das richtig riesige Tutorial. Was sich sozusagen über den Rest des Spiels verteilt, weil wir werden immer wieder neue Fähigkeiten lernen und so weiter. Und so fort. Ich kann nicht mal mehr jemanden töten. Ich meine, guck mal, ich habe nichts, ich habe keinerlei Waffen. Das ist doof. Was heißt das? Mehr als zuhören ist jetzt wirklich nicht drin. Belauschen, setzt euch auf eine Bank in der Nähe des Ziels. Wer ist das Ziel? Ah, ich nehme mal einen von den Bieten da. Also setzen wir uns auf eine Bank, um zuzuhören. So, jetzt finden die den Bürger und belauschen sie ihn. Mit können sie drücken, um das Ziel zu erfassen. Ah ja, natürlich. Okay, und zuhören. Bams! Wir können's. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Tja, Nachforschungen beendet. Und jetzt müssen wir den Korbflechter finden. Was an sich ja eigentlich relativ einfach ist, weil wir haben es immer auf der Karte angezeigt. Wenigstens klettern können wir noch. Gott sei Dank. Wäre ja auch doof, wenn wir das Grundfeature in Assassin's Creed verlernen würden. Und ich nehme an, der ist irgendwo hier unten. Das würde mir jedenfalls Sinn machen. Kann ich hier einen Todessprung machen? Oder habe ich das auch verlernt? Das muss ich jetzt mal probieren, ob ich den Todessprung noch kann. Halt dieses Springen von hohen Gebäuden in einen Haufen. Fand ich übrigens sehr unlogisch, habe ich vergessen am letzten Part zu sagen, dass wenn ich in einen dieser Dinger hier falle, dass ich dann aufgefangen werde. Das ist so ein bisschen unlogisch. Und hier ist noch eine Flagge. Mann! Hier ist ja richtig was los. Wer hätte das gedacht? Flaggen ohne Ende. So, jetzt sind wir knapp da. Mal gucken. Okay. LT um einen Taschendiebstahl. Okay. Ach so. Zu nah für einen Taschendiebstahl. Okay, gut. Jetzt sollte es auch gehen. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Sehr höflich, der Typ. Also, er hat einen Brief gekriegt und den sollten wir uns vielleicht holen. Also, das ist eigentlich auch relativ einfach. Wir müssen hinter ihm hinterher schleichen, ohne dass er es mitkriegt. Und dann B gedrückt halten und BAMS! Gefunden! Haha. Hast du dazu noch was zu sagen, Kuppel? Ja, er ärgert sich. Was musste ich jetzt machen? Irgendjemand in der Nähe der Zypresse finden, oder was? Wartet mal, jetzt muss ich nochmal schnell nachgucken. Ich will ja auch ein bisschen, die Story verstehen. Das ist jetzt natürlich doof. Jetzt habe ich gar nicht gelesen. Sie können ihren eigenen GPS-Marker auf der Karte setzen. Ja, danke, das wusste ich auch schon vorher. Na gut. Dann haben wir jetzt einen Taschendiebstahl ausgeführt und jetzt müssen wir irgendjemanden finden.
offensichtlich derjenige, der den Brief geschickt hat. Das würde jedenfalls Sinn ergeben. Und wieso kam ich... Das finde ich immer gut. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ja, ja, ihr werdet mir nicht helfen. Ist klar. Ah ja, hier oben, der Typ. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich Befragung. Sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Noch auffälliger geht's ja bald gar nicht, ne? Okay, initialisiere Befragung. Folgen Sie den Despoten an einen abgelegenen Ort und schlagen Sie ihn zusammen. Also, schlagen Sie ihn, bis er redet. Und das finde ich auch grafiktechnisch ganz schön, weil man sieht, wenn ich ihn erfasst habe, wird er so ranfokussiert. So wie man das... Und der Hintergrund verschwimmt so ein bisschen. Und, ey, das sieht doch echt geil aus. Und so weiter. Und Gedöns. Und ja, man sieht links oben... Solange wie diese Anzeige blinkt, sind Wachen in der Nähe und wenn ich jemanden vor Wachen zusammenschlage, finden die das nicht so dolle, deswegen mache ich das nicht. Sondern wir warten, bis ich so ein bisschen unbeobachtet bin und dann schlagen wir ihn zusammen. Und zwar ist das... Also wenn das hier nicht eine abgelegene Ecke ist, dann weiß ich nicht. Warum rennt er eigentlich ausgerechnet in eine abgelegene Ecke? Ich verstehe es nicht. Und jetzt! Oh, ah, der steckt mir auch jetzt schön. Alter. Oh, gut. Genug, genug. Ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns. Die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Al-Mualim, ja. Wir haben auch gar keine Waffe. Wie sollten wir ihn töten? Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Oh. Ab 16, wie gesagt. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot. Okay, gut. Den Rest gucken wir uns im nächsten Part an. Also haut rein, Leute. Ciao.